the Truck 15 in the EDM scene. Was geht, Lodarix meldet sich zurück mit einer erneuten Folge Betrugsfälle. Die letzte Folge kam mir sehr gut bei euch an, wo ich euch vorgestellt habe, wie ein Typ ein Foto von einer Xbox One für 500 Euro gekauft hat und total verarscht wurde. Und in dieser Episode musste ich es am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und zwar erkennt ihr alle die Internetseite MMOGA, auf der man Game Keys kaufen kann, irgendwelche Codes, FIFA, Coins, was auch immer. Und die Xbox-Spieler müssten ja wissen, dass man, um online zu zocken, eine gewisse Goldmitgliedschaft braucht. Und als ich dann am Montag einen Live-Commentary aufnehmen wollte, war meine Goldmitgliedschaft bereits abgelaufen. Ja gut, dann bin ich auf MMOGA und hab mir einen Code gekauft. Davor bei der Tankstelle mir eine Paysafe-Card gegönnt und los geht auch schon der Spaß. Ich bekomme eine E-Mail von MMOGA mit dem Code. Ich gehe direkt auf Code einlösen bei der Xbox und auf einmal steht da, der Code wurde bereits eingelöst. Ich denke so, scheiße, habe ich mich vertippt oder so. Und ich schaue dann nochmal ganz genau nach, ob ich nicht irgendwas falsch übernommen habe, falsch abgeschrieben habe, wie auch immer. Und es war alles richtig. Ich dann so, scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich gehe so in Live-Support, Warteschlange, Platz 590 oder so. Da wartet man Jahre. Und immer wenn ich fast durch war, war der Support irgendwie offline, keine Ahnung. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Ja, Jungs, mein Code war eingelöst. Dann antworten die mir auf Englisch irgendeine Scheiße. Ich musste denen ständig irgendwelche Screenshots schicken von irgendwelchen Bestellungen. Was weiß ich. Und dann kam mir der erleuchtende Einfall. Ich habe im Internet nachgegoogelt. Und ich habe nachgelesen, dass schon öfters der Fall war, dass MMOGA ihre Kunden bescheißt hat, bereits eingelöste Keys verkauft hat, irgendwelche Codes, und ich habe denen halt eine E-Mail geschickt. Bla bla bla, ich will mein Geld zurück. Zuerst haben die mir gar nicht geantwortet. Man muss da echt frech werden und aggressiv, weil sonst antworten die einem nicht. Man muss schreiben, ich habe 20 Euro für einen nutzlosen Code bezahlt, eine Frechheit, bla bla bla. Und dann antworten die einem auch. Dann tun sie, aber davor nicht. Nee, davor ist es denen scheißegal. Dann kam mir der erleuchtende Einfall. Ich bin an den Xbox Live Support, hab denen geschrieben, ich habe einen Code gekauft, der wurde bereits benutzt. Dann habe ich denen den Code mitgeteilt und die haben mir gesagt, dass der Code bereits am 15. Mai eingelöst wurde. Und da ich die Bestellung erst irgendwann im Juni durchgeführt habe, kann ich es ja gar nicht gewesen sein, der es eingelöst hat. Hier mache ich direkt einen Screenshot, schreibe MMOGA per E-Mail und was passiert? Nice! Sie schicken mir einen neuen Code, aber davor, es war so anstrengend da, bis sie mir geantwortet haben. Ich musste etliche Mails schreiben und ich habe das Gefühl, dass sie es teilweise extra machen. Früher hatten die alle als Kaufen der Beschreibung, Game Keys, MMOGA, und mittlerweile haben ja alle auf irgendwelche anderen Sponsoren gewechselt und vielleicht braucht MMOGA Geld oder was weiß ich jedenfalls. Soll das öfters schon mal der Fall gewesen sein, dass sie ihre Kunden bescheißt haben, irgendwelche Keys, die gar nicht mehr funktionieren, verkauft haben und wie auch immer. Also ich glaube, ich kaufe da demnächst auch nicht mehr einmal schauen. Ich dachte, normalerweise ist ja MMOGA eine sehr seriöse Seite und auch so die bekannteste eigentlich. Naja, was haltet ihr davon? Lasst mich in den Kommentaren wissen, das war's mit dieser Folge Betrugswelle. Ich habe dann zum Glück noch einen neuen Code zugesendet bekommen und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao!